Und ich nehme direkt noch eine weitere Folge auf für Freitag Nummer 3. Ich nehme die Nummer 3 und wir machen weiter mit Steredan. Oder Steredan? Keine Ahnung, die. Also im Deutsch würde ich Steredan betonen, aber Englisch Steredan. Ist ja auch egal, wir spielen's. Das ist die Hauptsache. Ah, eine Kontaktwaffe. Ja, yeah, die Säge. Ja gut, die Säge ist eigentlich keine schlechte Kontaktwaffe, weil sie einen komplett schützt. Aber Kontaktwaffen sind nicht so meins. Gerade weil man in Nahkampf muss und dadurch schlechter ausweichen kann. Beziehungsweise früher ausweichen muss. Aber es ist effektiver gegen den? Uff. So einfach kann es auch passieren, dass man einfach zerschossen wird. Wenn man die falschen Waffen kriegt. Cool, Shotgun. Selten verwendet bisher. Aber schön viele Effekte dazu. Das habe ich super gemacht. Kann ich eigentlich gedrückt halten? Nein, ich muss immer wieder drücken. Pam, 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 pam. So. Da, Heavy Waffen der nächsten Generation. Mein Schadensupgrade für eine Waffe, die ich habe. Und jetzt haben wir Mini-Raketen, was ich sehr cool finde. Aber auch erst etwas zum Feuern gibt, wie Asteroiden, feindliche Schiffe. Nicht die große Leere des Weltraums. Warum musst du genau unten sein? Welche Bullet? Damn Paler. Ha! Ey, ich habe die Waffe vorher noch nie gesehen. Oh, das ist zu lang her, als dass ich mich erinnere. Cool. Holy shit.
Ich glaube, Bullet-Waffen sind so. Ja, halbautomatische Waffen. Ach ja, die Frage ist, würdet ihr ein eher normales Warhammer 40k Spiel mal sehen wollen? Also Figuren und alles. Also, ja, ganz eine Frage, würde ich das sehen wollen? Ach, Schadensverstärkung. Waffen allgemein sind meiner Meinung nach besser wie eine spezielle Waffe. Ich frage mich gerade, ist das wirklich nur hell? Weil das ist schon ein Arschloch-Move, einfach nur hell zu machen. Hey, guck mal, hier ist ein Smiley. Ach, die Säge schon wieder. Ich mag den Impaler. Gib mir den gern öfter. Cool. Ich krieg immer den, nie einen anderen. Ja gut, den anderen mache ich auch nicht so. Der hat mit Raketen. Der schießt Raketen. Und den Laser, den kann ich besser. Oh, da gab es wohl gerade einen kurzen Aussetzer in der Musik. Wow. Wir haben mal kurz die letzte Phase von dem hier gesehen. Noch mehr Heavy-Waffen. Aber ich hätte noch eine besondere Fähigkeit steigern können. Das wären dann doppelt so viele Raketen gewesen. Das habe ich zu spät gesehen. Egal. Boah. Und Leute, denkt dran, bei so heißen Tagen. Trinkt genug. Ist eine Schildwaffe. Die gehört aber zu den Energy-Waffen, glaube ich.
ist der Reflektor. Ich brauche immer sowas wie Kettenreaktion. Bah. Kommt das Arschloch, das ist aus dem Nix. Ich meine. Ach, das war der, ja. Stop it! Also die Raketen machen extra Damage. Blub, 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 blub. Stimmt ja, ich kann mich komplett aus Weichen halbwegs konzentrieren. Egal, das war's dann für den Part. Man sieht sich.